dem einen oder anderen den Arsch versohlen, ne? Weltmeister werden, so schnell wie möglich, ne? Und so jung wie möglich. Und darauf arbeite ich auch hin, ganz klar. Ich will gegen die Größten kämpfen und gegen die Größten gewinnen, koste es, was es wolle. Ich werde Gas geben. Moin Amsa, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ein paar Fragen zu beantworten. Du bist hier neu bei Universum. Genau. Stell dich doch erstmal ganz kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen. Leute, ich bin Amsa Mujovic, ich bin 18 Jahre alt, ich bin aus Stuttgart. Und ich habe jetzt meinen Profivertrag hier bei Universum unterschrieben und gebe mein Profi-Debüt am 4.2. ab. Welche Gewichtsklasse kämpfst du? Ich kämpfe im Superschwergewicht. Ich bin auch noch sehr jung für Superschwergewicht. Ich bin einer der jüngsten weltweit, die ins Profilager gewechselt sind. Was wiegst du denn zurzeit gerade und wie groß bist du? Ich wiege ca. 106, 107 Kilo. Ich bin 1,90 groß. Das ist eigentlich relativ gut. Ja, du hast ja gerade erzählt, dass du jetzt einer der Ersten warst, die in so jungen Jahren hier auch einen Profivertrag unterschrieben haben. Jetzt bist du schon seit einigen Monaten hier und trainierst hier recht aktiv, wohnst hier auch ab und zu. Wie ist es denn hier im Umfeld, beim Training, die Leute hier? Wie fühlst du dich hier generell in Hamburg? Also ich fühle mich hier sehr wohl. Ich muss sagen, das Team hier ist sehr professionell. Das ist einfach die Atmosphäre, die passt. Das ist, die Stimmung ist gut. Wir sind viel am Lachen, aber auch natürlich hart am Trainieren. So ist es nicht. Wir trainieren hier zweimal am Tag, haben viel Sparring zurzeit ist die Sparringsphase. Und der Eindruck hier ist eigentlich top. So. Ich fühle mich sehr wohl. Also fühlst du dich gut aufgehoben? Safe, 100%. Genau. Was sind denn grob gesagt deine Ziele im Boxen? Was willst du irgendwann mal erreichen? Ach, meine Ziele im Boxen sind so, dem einen oder anderen den Arsch versohlen, ne? Weltmeister werden, so schnell wie möglich, ne? Und so jung wie möglich. Und darauf arbeite ich auch hin, ganz klar. Ja, Boxen liegt ja bei dir in der Familie, dein Papa boxt, dein Bruder boxt. Genau. Wie ist das so, in einer Boxerfamilie aufzuwachsen? Ist dann quasi der Weg schon geebnet oder muss man trotzdem hart arbeiten? Also ich muss sagen, ich habe mit 4 angefangen zu trainieren. Ich habe im Ringen angefangen. Damals, ich habe ca. 300 Kämpfe im Ringen, habe viele internationale Turniere gewonnen. Und dann so später im Alter von 11, 12 damit Boxen angefangen. Und das natürlich alles durch meinen Vater. Ne? Mein Vater ist derjenige, der mich jeden Tag zum Training gebracht hat. Heute immer noch, wenn ich in Stuttgart bin. Mein Bruder auch. Mein Bruder ist auch ein aktiver Boxer. Der wird jetzt auch demnächst Profi hier bei Universum. Und so, deutscher Meister geworden. Dann später ins Nationalteam gekommen. Viele Turniere geboxt, viele internationale Turniere. Und jetzt im jungen Alter Profi werden. Das ist so. Ja, zurzeit befindest du dich noch in der Ausbildung tatsächlich. Genau. Mit 18 Jahren eigentlich recht üblich, der Weg mit der Ausbildung. Wie verbindest du das Ganze jetzt mit dem Boxen hier bei Universum, da du ja auch hier ab und zu wohnst, auch über Wochen? Ist das noch schwierig oder wie sind da deine Pläne, wie ist dein Weg? Wie gehst du den gemeinsam mit der Ausbildung? Also ich muss sagen, das ist ein bisschen hier anstrengend für mich, weil ich sehr viel lernen muss. Und natürlich, jetzt beginnt die Prüfungsphase. Ich habe die letzten 5 Monate meine Ausbildung vor mir. Aber ich habe da einen Top-Betrieb, Herr Stein, Autor Steiger. Der stellt mich da immer frei, wenn ich es brauche für die Vorbereitungen, für die Trainingszeiten. Und deswegen passt das alles soweit. Es ist halt ein bisschen schwierig, ne? Man muss viel lernen, man muss gleichzeitig trainieren und sich vorbereiten. Aber das kriege ich hin, das ist so das kleinste Problem. Ne? Ja, ursprünglich hast du schon gesagt, kommst du aus Stuttgart. Genau. Wie findest du Hamburg an sich, Optik, die Leute hier? Also ich muss sagen, Hamburg, ja, Stuttgart ist natürlich so meine Heimat. Ne? Stuttgart ist so da, wo ich aufgewachsen bin, das kann man nicht vergleichen. Hamburg finde ich so schön, ist ein schöner Ort hier. Leute sind auf jeden Fall korrekt drauf, also die ich kennengelernt habe. Das ist so der erste Eindruck. Ne? Da du ja hier bei Universum trainierst, hast du jetzt auch mittlerweile schon mit echt guten Profis wie ein Murat Aliyev oder ein José Laduet Sparring gemacht und auch trainiert. Also generell trainiert ihr hier in einer Gruppe von Profis. Wie ist das im Vergleich zu deinem alten Training, wo du in Stuttgart trainiert hast und, sage ich mal, noch kein Profi warst? Also ich muss sagen, das ist nicht vergleichbar mit dem Training in Stuttgart. Also von den Trainingspartnern her, ich hatte natürlich auch ein gutes Training in Stuttgart, sonst wäre ich ja nicht so weit gekommen beim Andreas Christ, mein Heimtrainer da drüben, aber so Murat Aliyev, José Larduet, das sind alles Top-Boxer, ne, die auch europaweit und weltweit gut mithalten, auch eine sehr gute Amateurkarriere haben und ich muss sagen, mit solchen Leuten kann ich mich top vorbereiten und auf jeden Fall Gas geben und topfit werden. Ja, du hast ja am 4. Februar jetzt deinen ersten Profikampf in Ludwigshafen in der Friedrich-Ebert-Halle. Was macht das mit einem erster Profikampf? Bist du da aufgeregt? Wie gehst du an die Sache ran? Kannst du mal kurz erzählen aus deiner Sicht. Also ich muss sagen, so ein bisschen Aufregung gehört dazu, aber das wird auf jeden Fall ein geiler Abend. Ich freue mich sehr drauf. Da werden wir auf jeden Fall den ersten zu Boden schicken. Der wird auf jeden Fall den Boden küssen, sage ich euch ehrlich.
Ich bin hart am Trainieren und das macht einfach nur Spaß. Ich bin froh, hier unterschrieben zu haben und ja, dass es so langsam beginnen kann. Das ist nur das Einzige so. Ja, wie gesagt, in Ludwigshafen das Ganze. Ist ja auch in der Nähe von deiner Heimat. Kann man da mit vielen Supportern rechnen, die für dich kommen? Ja, natürlich. Die Stuttgarter Jungs, die wissen Bescheid. Ne? Alle meine Freunde, Familie, Bekannte, die kommen auf jeden Fall vorbei. Die unterstützen mich und wir machen uns einen stabilen Abend zusammen. Wie hast du dich denn jetzt auf deinen Gegner vorbereitet? Hast du da eine spezielle Vorbereitung und deinen Gegner schon analysiert oder machst du einfach dein ganz normales Training weiter? Ach, auf meinen Gegner dachte ich jetzt nicht so viel drauf. Ich trainiere auf jeden Fall fleißig. Ich gebe Gas, ich mache viel Sparring. Und der Gegner, das ist das kleinste Problem. Ne? Jetzt nicht zu viel Fokus auf den Gegner legen und was der so macht. Sondern ich gebe mein Bestes, ich gebe 110%, ich reiß mir den Arsch auf. Und dann geht's auch in den Ring, easy. Vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen was zu deiner Amateurkarriere erzählen, wie viele Kämpfe du hast und wie da der Rekord aussieht. Ich habe in der Amateurkarriere circa 38, 39 Kämpfe, sowas. Ich habe 3 Niederlagen davon. Ja, wie gesagt, internationaler deutscher Meister geworden, Black Forest Cup Sieger, ist einer der größten internationalen Turniere in Deutschland. Ich war auch 2-mal auf der EM qualifiziert und 1-mal auf der WM. EM ist leider ausgefallen, weil ich da noch keine deutsche Staatsbürgerschaft hatte. WM habe ich jetzt sausen lassen für die Profikarriere. Das ist einfach so das, wofür ich lebe und auf was ich mich freue. Ja, das sind eigentlich so die Sachen. Also ziemlich in Deutschland alles gerissen, was es so gibt. Ja, hört sich sehr gut an. Wo kommst du denn ursprünglich her? Was bist du von Landsmann? Ich komme aus Novi Pazar, Sanjak. Das ist eine Region in Serbien. Ja, dort bin ich geboren. Ich bin mit 2 Jahren hier rüber nach Deutschland gekommen. Du bist ja wahrscheinlich auch mit 18 Jahren noch viel in Social Media aktiv, konsumierst da viel YouTube, TikTok wahrscheinlich jetzt auch, Instagram. Hast wahrscheinlich auch, bevor du hier bei Universum warst, die ganzen Influencer-Kämpfe und so mitbekommen. Hast du das Ganze verfolgt? Wie findest du das? Dadurch, dass du jetzt auch Profi wirst, findest du das schlecht oder gut? Manche Leute sind ja gespaltener Meinung. Mit den Influencer-Kämpfen meinst du? Ja, genau. Gut, das ist so eine Sache. Es gibt schöne und interessante Influencer-Kämpfe, muss ich sagen. Da gab es ein paar Stück. Dann gibt es natürlich auch Ausnahmen, die jetzt nicht so schön fürs Auge sind. Und man merkt einfach, dass sich die Leute nicht vorbereitet haben. Das ist ein Sport, das ist Boxen, das soll man ernst nehmen. Dafür lassen auch Leute ihr Leben manchmal im Ring. Das sind monatelange harte Vorbereitungen. Und manchmal ist da der ein oder andere dabei, der das so ein bisschen ins Lächerliche zieht. Und da bin ich kein Fan von, aber wenn ich sehe, dass sich da 2 TikToker, Instagrammer, YouTuber, was weiß ich was, gut vorbereitet haben und sich gut gegenseitig verprügeln und Gas geben und sich dann am Ende die Hand schütteln, dann finde ich das gut, ja. Da gibt es so die Seite von und die Seite von. Jeder hat ja irgendwie mal so einen kleinen Wunschgegner, gegen den er irgendwann mal boxen würde. Hast du da einen im Kopf, irgendjemand, gegen den du unbedingt irgendwann mal in den Ring steigen möchtest? Ach, das Ding ist so... Ich will gegen die Größten kämpfen und gegen die Größten gewinnen, koste es, was es wolle. Ich werde Gas geben. Soll mich meine Gesundheit kosten, meine Zeit kosten. Ich werde Gas geben und ich will gegen die Größten kämpfen. Wer auch immer in den nächsten Jahren der Größte ist, gegen den will ich kämpfen und auch auf jeden Fall gewinnen. So, das ist mein Ziel, nichts anderes. Ja, man merkt, du bist sehr hungrig, sehr euphorisch und bist auf jeden Fall heiß auf deinen ersten Profikampf am 4. Februar in Ludwigshafen in der Friedrich-Ebert-Halle. Ticketlink in der Infobox. Amsa, ich bedanke mich auf jeden Fall für das Interview. Ich danke dir. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Gesundheit auf deinem Wege, viele Siege und dann schauen wir mal, was am 4. Februar passiert. Danke dir, Niklas, dankeschön. Also danke an euch fürs Zuschauen, Leute. Checkt auf jeden Fall Universum ab, checkt mich ab, Amsa Mujovic und verpasst die nächste Veranstaltung nicht.